Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Legacy. So, meine liebe Leute, wir sind jetzt bei der ersten Prüfung. Wir haben das auch erfolgreich absolviert. Wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like, dann los geht's. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Ich kenne Sie doch. Ne, kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie? Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hm, hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Revelio. Geil. Ich sollte Sirona in den drei Besen... Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Hm,
Revelio. Die Herausforderung mit daedalischen Schlüsseln läuft gut. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf dem Boden zu ziehen. Oh, keine mehr. Wenn ich den noch mal sehe. Hier in Hogwarts gibt es immer was zu feiern. Okay, was für die? Ich habe nicht mal die Rest der Aufgabe erledigt. Räume die Coburg leider. Das Pudo. Sammeltrollpuppe. Erstmal neue Zauber lernen. Ach, geil. Revelio. Eins. Zwei. Okay, okay, die 8, das Ding ergibt gleich 9. Und 2, 3, 4. 4 ist dann die... komisches Ding. Und das hier? 13. Der Drache ist Nummer 3. 13, 16. 4, 5, 5. Die... Krabbe. Revelio. Den kannst du langsam wirklich gut. Ha, 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 ha.
Einfach nur geil, dieser Easter Egg. Warum will Black Schulleiter... Ha! Revelio! Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Okay, erstmal verkaufen. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wo ist das nochmal? Der Schall, der Schall. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis ja, bald. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So, was brauche ich nochmal?
Diesen Scheiß und Alraume. Ich hoffe, Sie suchen nicht gerade einen Knöterichzweig, denn ich weiß nicht, ob ich welche vorrätig habe. Eine Arone? Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. So. Ich schaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zugleich. Mache ich dann später. Aktiv! Diesen Weg solltest du doch. Ich muss erstmal gucken, wie das geht, bevor ich das verschwinde. Hallo, schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Ich war überrascht von Ihrer Vertrautheit mit einem Kobold. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Okay, danke. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Mach ich gerne. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Also, keine Ahnung, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Keine Ahnung. Ui, nur. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Nicht schlecht. Scheiß drauf. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Ich mach's gerne. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann.
Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Dann auf zum Wettflug. Okay, was wollen die Wichsers jetzt von mir? Okay. Treibpuffe, Wirke des Budo, Hüter des Brüders. Ja, das mache ich. Hat sich verbessert und noch derselbe Scheiß. Yeah!
Scheiße. Von Pinko! Hilf mir auf! Gepinnt! Ich werde nicht ruhen! Oh, das ein Lager erledigt, eins übrig. Rebellion. Wie schön, dass du mal vorbeikommst. Gut gespielt. Ich werde nicht ruhig. Du! Du! Schön, dass du mal vorbeikommst. Komm, trink! Und Hingo! Du! Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Ich bin ja nicht Protego. Bist du tot, Best? Dafür. Akio! Lass du! Die Pindu! Komm, Pindu! Rebellion! Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ich geh erstmal zu mir zurück. Ausgezeichnet! Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Wie? Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe.
Was verkaufen Sie? Danke vielmals. Wirklich. Ich danke fürs Jetzt könnte ich Madame Beaumont, könnte ich Sie kurz sprechen? Sehr gerne. Mrs. Sprottle erzählte mir ein bisschen was über ihren Bruder Bardolph. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolph suchen, wenn sie könnte. Sie schien wirklich besorgt zu sein. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolph drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht... Ich melde mich, wenn ich etwas sehe oder höre. Ach, danke. Ich sollte jetzt gehen. Bardolph. Madame Beaumont, gibt es etwas Neues zu Ihrem Bruder? Leider nicht. Ich sollte jetzt gehen. Revelio. Was möchtest du, ein neues Instrument? Das mache ich. Was? Das sollte ich untersuchen. Und Pingo! Hier werden Inferi erwähnt und dass Bardolph offenbar als nächster dran sei. Ein Eintrag aus Bardolphs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Revelio. Gefunden.
Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Oh, ich hoffe, meinem Bruder geht es gut. Madame Bowman, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Ich sag die Wahrheit. Leider wurde Bardolph in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolph gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Oh, nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Bowman. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph. Bardolph, mein lieber, lieber Bruder. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Ich danke. Aber Hochfield ist sehr sicherer. Und dafür danke ich vielmals. Revelio! Hallo Mora. Oh, das brauche ich. Ich muss Hallo Mora lernen. Yep. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt.
Zum Glück haben wir einen mutigen. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Ja, ich lerne endlich dieses Scheiß-Zauber. Allohumora! Ah. Ich kapiere das nicht. Nutze zur Bewegung die Scheibe zu drehen, bis beide dazugehörige Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss.
Hä? Wie funktioniert das Scheiß? Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Ich habe ein paar Fragen zu den Demigeist-Statuen. Ah, allein Ihr Name jagt mir einen Schauer über den Rücken. Na gut, wenn es sein muss. Muss ich nicht wissen. Ich habe keine weiteren Fragen. Kommen Sie wieder her! So, hier mache ich jetzt meinen Cut. Endlich habe ich diesen scheiß Zauberhaus gefunden. Ja, dann würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.